Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Einführung in React und zum heutigen Thema Chest. Wir haben uns ja in den letzten mittlerweile, glaube ich, 5 Folgen ausgiebig mit dem Testen von React-Applikationen auseinandergesetzt und haben das bisher immer mit dem Testrunner Mocha, der Assertion Library Assert That und dem Spy Framework Sinnen gemacht. Falls ihr im React-Universum unterwegs seid oder auch mal auf Twitter was lest oder generell irgendwelche Artikel zu React lest, wird euch ziemlich häufig Chest über den Weg laufen als ja eigentlich de facto Standard-Testrunner für React-Applikationen. Warum ist das so und warum habe ich euch Chest nicht als allererstes vorgestellt, beziehungsweise warum nutze ich persönlich Chest nicht so gern? Das will ich in dieser Folge klären. Und will aber euch trotzdem Chest einmal der Vollständigkeit halber vorstellen, einfach wie gesagt, weil es mehr oder weniger der Standard in React-Applikationen ist und weil euch das im Produktiveinsatz bestimmt früher oder später auch mal über den Weg laufen wird und weil es an sich auch kein allzu schlechtes Framework ist. Ich werde dann im weiteren Verlauf der Folge euch noch am Hands-on zeigen, wie man unsere Recipe, unseren Rezept-Service umbaut. Von Mocha auf Chest anhand ein paar weniger Tests und überlasse dann letztendlich euch die Wahl, ob ihr zukünftig weiterhin bei diesem Kurs oder generell in euren Applikationen mit dem Mocha Assert That Sinnen Framework oder Stack arbeitet oder halt eben mit Chest. So, lasst uns direkt loslegen. Was ist Chest? Chest ist eben ein Testing-Framework, das von Facebook selbst entwickelt wird, also genauso wie React ist auch Chest von Facebook selbst. Das erklärt vermutlich auch, warum Chest der de facto Standard ist, weil Facebook das einfach ziemlich häufig und ziemlich viel pusht. Was sind denn die Vorteile von Chest? Chest ist anders als Mocha nicht nur ein Testrunner, sondern Chest vereinheitlicht eigentlich den Testrunner, also das, was Mocha für uns tut, die Assertion Library, also das, was Assert That gerade für uns tut, und die MockSpy Library, also das, was Sinnen gerade für uns tut. Wie das im praktischen Einsatz ausschaut, das sehen wir gleich. Ein weiterer Vorteil von Chest, weil es eben auf das Testing von React ausgelegt ist, ist, dass es bereits mit einem DOM kommt, also mit einer DOM-Library. Bisher haben wir hier JS DOM verwendet, um den DOM zu mocken. Chest bringt seinen eigenen DOM-Mocking mit. Ich glaube, unter der Haube ist das auch nur JS DOM, heißt aber Chest DOM. Also auf jeden Fall, da spart man sich eine weitere Komponente, die man in unserem Mocker-Setup einfach bedenken muss, die man zusätzlich hinzufügen muss. Das heißt, der Vorteil von Chest ist, dass man eigentlich mit einem einzigen Install-Befehl out of the box eine gesamte Testumgebung für seine React-Applikation hat. Warum also habe ich euch nicht von Anfang an Chest ans Herz gelegt als die Testing Library? Das ist im Wesentlichen sehr meinungsbelastet, weil ich selber keine so riesen Meinung von Chest habe und das wiederum liegt an den Erfahrungen, die ich mit Chest gemacht habe. Die zwei schlimmsten Erfahrungen, die ich im Produktiveinsatz immer und immer wieder erlebe und die mich immer wieder tatsächlich auch auf die Palme bringen, ist, dass Chest, sobald man mal ein paar mehr Tests hat, unglaublich langsam wird, vor allem wenn man es nicht konfiguriert. Also ich habe Test-Suites erlebt, die 400 Tests haben, was eigentlich wirklich nicht viel ist und die bis zu 30 Sekunden auf meiner Schiene gebraucht haben, um durchzulaufen, was eigentlich gerade für Unit-Tests ein No-Go ist. Unit-Tests müssen normalerweise innerhalb von einer Sekunde laufen. Im Frontend mit TypeScript gebe ich dem Ganzen vielleicht 5 bis 6 Sekunden, aber dann müssen die Tests durch sein. 30 Sekunden will ich nicht auf mein Feedback warten. Und das, das habe ich bei Chest leider immer wieder erlebt. Auch weil Chest per Default versucht, alle eure CPU-Kerne auszulasten, beziehungsweise fast alle minus 1. Und diese Parallelisierung als solches, habe ich immer das Gefühl, dauert viel länger als das Ausführen der Tests und dementsprechend, und das sehen wir auch gleich im Hands-on, lasse ich die Tests immer mit Run and Band laufen. Das sagt Chest letztendlich, bitte alles auf einem CPU-Kern hintereinander, weil das meistens tatsächlich schneller ist als die Parallelisierung. Der zweite Nachteil von Chest, ist Caching. Also Chest hat so ein, weil Chest, ich glaube, weil es so langsam ist, aber das ist auch sehr opinionated,
cached es sehr viel und diesen Cache, vor allem mit in Verbindung mit TypeScript, habe ich schon sehr oft als unzuverlässig erlebt. Also ich habe Chest in einem sogenannten Watch-Mode laufen lassen, also dass jedes Mal die Tests neu ausgeführt werden, wenn ich was verändere. Und das hat dafür gesorgt, oder das erlebe ich auch immer wieder, dass dann veraltete Testfiles getestet werden. Also ich habe den Test schon lange gefixt und er wird mir dennoch als Fehlschlag angezeigt. Erst wenn ich den Chest-Cache lösche, funktioniert alles wieder. Und das ist auch ein No-Go, weil das sind absolute False Positives an der Stelle. Ich denke, mein Test funktioniert nicht. Dabei funktioniert er eigentlich, sobald ich den Cache wieder lösche. Und das sind so die zwei Gründe, weswegen, oder die zwei Hauptgründe, weswegen ich Chest nicht sonderlich mag. Es gibt noch ein paar andere, aber ja. Bottomline davon, die Gründe, warum ich Chest nicht mag und warum ich es euch nicht vorstelle, das sind meine Meinung. Chest als solches ist kein schlechtes Framework. Gerade für Neuansteiger, wenn man sich nicht diese ganzen, ja, die Assertion Libraries und Spy Libraries zusammensuchen will, ist Chest schon ziemlich gut. Und wenn es einem auch nicht so sehr auf die Performance ankommt, also wenn man nicht wie ich eigentlich quasi nach jeder Änderung die Tests laufen lässt, dann ist Chest mit Sicherheit auch eine gute Wahl. Und ja, damit überlasse ich es letztendlich euch auszuwählen, mit welcher Library ihr in Zukunft arbeiten wollt. Das habe ich ja gerade eben vorher auch schon gesagt in der Einführung. Ja, und damit ihr euch dann eine richtige Meinung bilden könnt, wollen wir natürlich jetzt mal hands-on letztendlich Chest auch mal ausprobieren beziehungsweise in unserem Projekt einziehen. Dazu erstmal ganz kurz, was sind die Unterschiede oder was müssen wir verändern? Zum einen brauchen wir ein paar neue Libraries. Das ist natürlich Chest als Library selber. Wir brauchen die Typen von Chest, damit wir das in TypeScript ausführen können. Wir brauchen TS-Chest, damit Chest weiß, dass es die TypeScript-Files kompilieren muss. Also das ist ähnlich wie bei Mocha, haben wir TS-Node eingebaut. Hier ist es einfach TS-Chest. Wir brauchen Chest-CSS-Modules, um unsere CSS-Imports zu ignorieren. Also auch hier hatten wir ja Ignore-Styles eingebaut bei Mocha. Also das ist quasi 1:1 brauchen wir hier mehr oder weniger die gleichen Libraries oder Libraries, die den gleichen Zweck erfüllen wie bei unserem Mocha-Setup. Und wir brauchen noch eine ESLint-Regel im aktuellen ESLint-Setup, ESLint-Plugin-Chest, damit auch die Chest-Global-Variable entsprechend bekannt ist und damit man ein paar Regeln hat, die Chest-spezifisch sind, damit die Tests nicht an die Wand fahren, beziehungsweise dass wir keine Fehlermeldungen beim Linting haben. Die installieren wir gleich. Ich möchte aber noch ganz schnell auf die Unterschiede zwischen Chest und Mocha, beziehungsweise zwischen Chest und den bisherigen Tests eingehen. Und das sind witzigerweise gar nicht so viele. Letztendlich unterscheidet sich eigentlich nur das Assertion Framework. Wie wir gleich sehen werden, Describe und It-Blöcke, die wir bisher verwendet haben, verwendet auch Chest. Da müssen wir rein gar nichts umschreiben. Theoretisch könnten wir Chest auch mit der Assert That Library laufen lassen und müssten dann tatsächlich fast gar nichts verändern. Auch mit Sinnen würde das wunderbar funktionieren. Aber der Vollständigkeit halber bauen wir alles um. Und was sich verändert, sieht man jetzt hier in der Übersicht. Das lernen wir dann, wie gesagt, auch gleich nochmal an Hands-on, am praktischen Beispiel. Aus dem Text Assert That irgendwas wird einfach ein Expect. Also das ist der Unterschied auf der linken Seite des Statements. Und aus einem beispielsweise Is.Null, wie das mit der Assert That Library der Fall ist, wird ein ToBeNull. Aus einem IsEqualTo wird ein ToEqual und so weiter und so fort. Und da Chest, wie gesagt, auch ein Spy- bzw. Mocking-Framework ist, wird aus dem, was wir bisher mit Sin and Spy gemacht haben, nämlich so eine Spy-Funktion, einfach ein Chest-Fn. Und was das Spyen angeht, in Verbindung mit der Assertion-Library, bringt Chest tatsächlich was mit, was ich schöner finde, als wie wir das bei Assert-That bisher gemacht haben, nämlich aus einem Assert-That on-change-spy called once is true, was ja irgendwie ein bisschen umständlich ist. Wir wollen also wissen, ob letztendlich diese Funktion aufgerufen wurde oder einmal aufgerufen wurde. Chest macht uns das ein bisschen leichter und ein bisschen lesbarer mit expect on change by to have been called times one. Und auch wenn wir die Argumente prüfen wollen, die in die Spy-Funktion hereingegeben wurden, dann geht das mit Chest hier ein bisschen leichter mit expect on spy change mit diesem to have been called with. Also das sind tatsächlich zwei Assertions, die ich in Chest schöner finde, als das mit der Assert That Library aktuell gelöst ist. Auch da gäbe es Lösungen für. Es gäbe natürlich auch andere Assertion Libraries wie Chai, die das mitbringen. Aber zumindest in unserem aktuellen Setup fände ich hier tatsächlich die Variante, wie Chest es macht, eigentlich ein bisschen schöner. So, und jetzt haben wir lange geredet und deswegen wollen wir einfach mal hands-on.
Wie gesagt, wir müssen als allererstes mal die ganzen Libraries installieren. Ich kopiere jetzt den Befehl, ich tippe den jetzt nicht ein, ich kopiere den hier vom anderen Bildschirm. Das sind die ganzen Libraries, die ich eben gerade eben euch schon in der Slide gezeigt habe. Also Chest, Types Chest, TS Chest, Chest CSS Modul und ESLint Plugin Chest. Die wollen wir einmal installieren. Ich bin hier wieder im Ordner 26 Testhooks, also das ist die Musterlösung aus der letzten Folge. Selbstverständlich gibt es auch für diese Folge wieder eine Musterlösung, in der ich dann wirklich auch alle Tests umgebaut habe für euch, damit ihr bei allen Tests letztendlich auch vergleichen könnt, wie sieht das im alten, wie sieht das im neuen aus. In der Folge werde ich jetzt natürlich nicht den gesamten Umbau schaffen. Wir reduzieren uns jetzt auf eine oder zwei Tests, die wir einmal hands-on umschreiben. So, unsere Libraries sind installiert. Dementsprechend können wir fix in den Code hüpfen. Und das Erste, was wir vielleicht machen, ist eben die ESLint-Regeln anzupassen. Hier müssen wir, das sehen wir auch in der nächsten Folge, eigentlich nur eine einzige Sache hinzufügen, nämlich wir müssen Plugins Chest hinzufügen und dieses Env Chest Globals. Ich mache das gerade mal hier. Was sagt das? Letztendlich gibt das ESLint vor, dass Chest, also diese Chest als Variable global verfügbar ist. Das brauchen wir, das sehen wir gleich für unsere Spice, denn unsere Spice basieren darauf, dass wir auf eine Chest-Variable zugreifen. Das haben wir auch gerade in der Slide gesehen. Und damit wir diese End-Variable haben, müssen wir eben das Plugin Chest hier importieren. Und das ist dieses Plugin, welches wir gerade eben installiert haben. Und das müsste theoretisch schon reichen, um Chest jetzt einmal auszuführen. Ich mache jetzt einfach hier einmal über npx führe ich Chest aus. Schauen wir mal, was passiert. Wunderbar. Okay, da schlägt noch einiges fehl. Aber ihr seht, dass Chest schon läuft. Und das Schöne an Chest ist, dass es auch hier ein bisschen besser als Mocha ist. Ich muss nämlich die Dateien selbst, die ich testen will, nicht angeben. Das haben wir jetzt gesehen am Befehl. Sondern Chest prüft automatisch auf Dateien, die mit .test. Irgendwas enden. Also Chest ist da ein bisschen besser default konfiguriert als Mocha, indem es halt einfach automatisch die Testfiles für uns findet, zumindest wenn man dieser Konvention folgt, Dateien mit .test zu verändern. Und ja klar, was hier jetzt geknallt hat, ist völlig klar, wir haben Chest ja noch gar nicht mitgeteilt, dass wir letztendlich TypeScript im Einsatz haben und dass Chest die Dateien als TypeScript kompilieren muss. Und das tun wir, indem wir eine Chest-Config anlegen. Das heißt einfach chest.config.js. Das ist eine Datei, die wir auf Root-Ebene in unserem Verzeichnis anlegen. Und die hat dann ein Module Export und exportiert hier die Konfiguration. Und in diese Konfiguration müssen wir jetzt ein paar Dinge tun. Wir müssen zum einen ein Preset angeben, nämlich TS-Chest. Dieses Preset ist letztendlich dasselbe, wie wir beim Mocha gemacht haben, dieses TS-Node-Register. Also hier sagen wir letztendlich Chest, nutze bitte TypeScript, um die Testdateien zu kompilieren. Wir müssen weiterhin Chest dann ein Environment mitgeben und müssen sagen, du bist hier aktuell im JS-DOM-Environment. Das sagt Chest, dass wir eben eine Frontend-Applikation testen, die auf den DOM angewiesen ist. Hier könnte jetzt auch Node rein, wenn man eine reine Node.js-Applikation testet. Wir testen aber das Frontend, demwegen hier JS-DOM. Und zu guter Letzt müssen wir eben noch die importierten CSS-Styles ignorieren, ähnlich wie wir das mit Mocha auch gemacht haben. Die Config kopiere ich auch gerade mal aus dem Off, denn die ist etwas komplizierter, aber eigentlich auch nicht kompliziert zu verstehen, nur kompliziert zu schreiben. Das ist diese hier, welche letztendlich sagt, alle Module, die du im Import findest, die mit .css aufhören, die jage einmal durch das Chest-CSS-Modules. Das ist ebenfalls die Library, die wir eben installiert haben. Und die macht dasselbe wie Ignore Styles. Sie ignoriert einfach diesen Import und verhindert so, dass Fehler geschmissen werden. Jetzt bin ich tatsächlich gespannt, ob unsere Tests ausgeführt werden können. Ich habe das vorher gar nicht getestet. Oder ob wir tatsächlich alles umschreiben müssten. Ja, hier sehen wir jetzt die Geschwindigkeit von Chest. Sie funktionieren tatsächlich. Also das ist das, was ich gemeint habe. Man kann Chest jetzt auch mit Sinnen und mit Assert That wunderbar laufen lassen. Und man muss tatsächlich an den Tests gar nichts ändern, weil Mocha und Chest vom Setup der Testdateien identisch sind. Also dieses Describe It, das gibt es in beiden Frameworks. Und das macht auch die Transition zwischen Chest und Mocha eigentlich sehr leicht.
Aber eben, was wir sehen ist, die Tests sind schon ein bisschen langsamer hier mit 10 Sekunden. Ich lasse mal eben nochmal die Mocker-Tests laufen, einfach nur um den Vergleich zu haben. Auch da dauert das eine Sekunde, aber wir sehen letztendlich hier an meinem Terminal, dass die ganze Ausführung hat 5 Sekunden gedauert, während die Ausführung des anderen Tests hier 13 Sekunden gedauert hat. Also das ist schon doppelt so viel Zeit, die wir hier letztendlich brauchen, um unsere Tests auszuführen, und das ist schon meiner Meinung nach eine ganze Menge. So, wollen wir uns nun mal noch kurz mit den Unterschieden in den Testfiles tatsächlich auseinandersetzen, beziehungsweise lasst uns kurz einfach 2, 3 Tests umschreiben von Assert That auf die Chest Expectation. Fangen wir vielleicht im Recipe State Service an. Hier können wir letztendlich hier oben einfach anfangen mit diesem Assert That is equal to. Das wird nun eben wie in der Slide vorgestellt zu einem Expect. Und dann statt einem is equal to könnte man hier to be equal ausführen. Und jetzt sagt ihr mir, dass das nicht to be equal, sondern to equal. Entschuldigung, es ist nicht to be equal, sondern to equal. Und das ist auch schon der ganze Unterschied. Also letztendlich haben wir hier jetzt den exakt selben Test, außer dass wir statt is equal halt hier ein to equal ausführen. Und wenn wir den Test nochmal ausführen, npx chest, sollte das hoffentlich auch funktionieren. Müssen wir wieder ein bisschen warten. Derweil könnten wir vielleicht in der package.json einmal unseren Testbefehl umschreiben. Jetzt, wo wir Mocker nicht mehr im Einsatz haben, können wir hier einfach chest reinschreiben. Jawohl, und der Test funktioniert noch. Wenn wir jetzt npm run test machen, passiert dasselbe, dass letztendlich unsere Testsuite ausgeführt wird mit unserem alten Befehl. Und während wir hier warten, springen wir auch nochmal in den Code. Also hier haben wir die erste Assert schon angepasst. Dasselbe könnten wir jetzt hier zum Beispiel für Assert that result is empty. Könnten wir also auch expect result to have length of, denn das ist das Pendant, oder to have length, das Pendant von chest to be empty. Es gibt leider keine to be empty Funktion nativ in chest, dementsprechend muss man halt hier auf die Länge 0 prüfen, was letztendlich to be empty entspricht. Weiterhin, auch hier können wir einfach umschreiben, expect statt is containing müssen wir hier, Vorsicht, contain, wie heißt die, to contain equal müssen wir hier ausführen. Nicht einfach nur to contain, denn bei to contain wird eine strikte Gleichheitsprüfung durchgeführt. Das heißt, es wird geprüft, ob es sich um dasselbe Objekt handelt. Da wir allerdings immutable sind, da wir ja immer, wenn wir an einem Objekt etwas verändern, eine Kopie des Objekts anfertigen und diese zurückgeben, haben wir hier bei Ingredient und dem, was wir ins Create Recipe reingeben, nachher nicht mehr dasselbe Objekt, sondern nur noch das gleiche Objekt. Das ist also Immutability, und deswegen müssen wir hier to contain equal machen, weil dann chest letztendlich prüft, ob die Inhalte gleich sind und nicht einfach nur, ob die Objektreferenz gleich ist. Ich kann ja mal ganz kurz zeigen, was passiert, wenn ich das weglasse. Führen wir wieder unsere Tests aus. Und vielleicht hört ihr jetzt auch schon meinen Lüfter hochdrehen, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, mein Mikro ist gut genug. Aber Chest lastet jetzt alle Kerne meiner CPU aus, und dementsprechend ist es auch ein bisschen ressourcenanfordernd. Und jetzt sehen wir hier, dass Chest einen Value erwartet hat und aber ein Array received hat. Obwohl das gleich ist, dementsprechend müssen wir also hier to contain equal ausführen, und dann sollte das klappen. Vielleicht müssen wir das auch noch in ein Array setzen. Ich bin gerade unsicher. Nee, genau. Also to contain equal funktioniert. To contain funktioniert nicht, obwohl ja diese Objekte eben eigentlich gleich aussehen, aber es sind halt nun mal nicht dieselben Objekte. Schön aber, dass wir jetzt auch eine Fehlermeldung haben. Da seht ihr auch den Unterschied der Fehlermeldung. Ist nicht sonderlich groß, aber auch Chest hat hier eine, das muss man schon sagen, eine sehr, sehr gute Assertion Library, die wirklich auch sehr deutlich macht, welche Unterschiede bei einem Fehlschlag zu dem Fehlschlag letztendlich des Tests geführt haben. So,
Zu guter Letzt lassen wir mal, also hier könnt ihr weiter experimentieren. Wenn ihr wirklich auf Chest umsteigen wollt, empfehle ich euch einmal tatsächlich die gesamte Rezept-App umzuschreiben und einfach mal alle Assertions anzupassen. Dann lernt ihr auch alle Assertions, die es so gibt, kennen. Würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich jede einzelne Assertion hier vorstellen würde. Was ich euch aber noch zeigen will, ist das Spy-Feature von Chest. Und dazu gehen wir vielleicht einfach in den Numerical Input rein und schreiben einmal hier die Executes on Change Handler with Type Value as Number Test um, wo hier auch ein Fehler ist, sehe ich gerade, weil da zwei Leerzeichen sind. Und genau, letztendlich bringt Chest, wie gesagt, sein eigenes Spy-Framework mit. Und dazu führen wir eben Chest.fn aus statt SynonSpy. Letztendlich passiert hier mehr oder weniger fast das Gleiche wie bei Synon, nämlich dass eine Funktion generiert wird, die alle Calls, die diese Funktion erfährt, also jeden Call, der jedes Mal, wenn OnChangeSpy aufgerufen wird, eben halt mittrackt, dass sie aufgerufen wurde und mit welchen Argumenten sie aufgerufen wurde. Also das ist im Prinzip mehr oder weniger fast identisch mit Synon, nur dass die Argumente bzw. die Properties von diesem Spy ein bisschen anders heißen. Und die Searchen, das haben wir ja vorher auch in den Slides gesehen, die wird dann ein bisschen schöner, denn wir können hier einfach sagen, assert that onChangeSpy has been called, wenn uns letztendlich nur, nicht assert that, Entschuldigung, ich muss natürlich auf expect wechseln. Expect onChangeSpy has to have been called, wenn uns nur interessiert, ob sie überhaupt aufgerufen würde, dann könnten wir to have been called. Wir wollten aber hier explizit checken, dass sie nur einmal aufgerufen wurde. Dementsprechend nutzen wir hier to have been called times einmal. Und aus dieser unseren Assertion wird ebenfalls ein expect. Das reicht dann, wenn wir den spy reingeben und können jetzt hier sagen to have been called with. Und dementsprechend, ich glaube, hier war die 23 war gefragt. Genau. Und wie gesagt, das ist ein bisschen eine schönere Schreibweise, liest sich ein bisschen schöner als das hier unten letztendlich. Aber im Kern tut es exakt das Gleiche, ist halt ein bisschen andere eine Schreibweise. Und im Prinzip war es das schon. Das war die Umstellung auf Chest. Das ist jetzt ein bisschen Fleißarbeit. Das war es auch für mich in der Vorbereitung, in der Musterlösung, einfach alle Assertions einmal umzuschreiben auf dieses Expect to have been und alle Spies umzuschreiben auf ChestFN. Aber das war's. Nochmal ganz kurz der Hinweis, weil da bin ich vorher ein bisschen drüber geholpert. Wir hatten ja eben hier in der ESLint diese env-chest-globals gesetzt und diese war eben dazu da, dass das ESLint erkennt, dass wir hier diese Chest-Globale haben, die war aber auch dazu da, damit ESLint weiß, dass wir beispielsweise dieses Expect haben. Denn das ist euch vielleicht aufgefallen, anders als bei Assert That mussten wir Expect nicht importieren und die Expect und Chest und all diese Variablen werden uns eben von Chest global injiziert. Ähnlich wie das bei Mocha mit Describe und It läuft, bei Chest ist es halt einfach ein bisschen mehr. Wenn ich nämlich entsprechend hier das Env auch weglasse, kann ich mal kurz zeigen, dann sehen wir sofort, dann wird alles rot und ESLint meckert hier rum, dass Expect nicht defined ist. Dafür ist hier dieses in ESLint, dafür ist dieses Globals da. Ja, und wie gesagt, das war es dann letztendlich. Also der Übergang von Mocha zu Chest ist zum Glück wirklich leicht. Wir werden auch in der nächsten Folge, wo es hier um die Browser-Tests geht, sehen, dass auch andere Testrunner, wie zum Beispiel Cypress, ganz stark auf dieses Describe-It setzen und das ist eigentlich was Schönes, dass sich hier auch mehr oder weniger so ein de facto Standard in der Frontend-Community etabliert hat, wie man Tests schreibt, weil es eben die Transition von einem ins andere Test-Framework sehr viel leichter macht oder sagen wir mal erleichtert, je nachdem wie komplex natürlich das Projekt ist. Wenn man bei Chest viel mit den Spies arbeitet, dann wird es natürlich ein bisschen aufwendiger, aber zumindest der grundsätzliche Aufbau von Testdateien, der ist bei allen Frameworks mehr oder weniger identisch. Wie gesagt, ich überlasse es euch, was ihr schöner findet, ob ihr Chest einsetzen wollt oder ob ihr lieber Mocha einsetzen wollt.
Ich werde weiterhin hier in den Video-Tutorials, in den folgenden Tutorials, wenn ich Tests schreibe, werde ich weiter auf Mocker setzen. Ich werde also basierend auf der Folge 26 weiterarbeiten, nicht auf der Folge 27, also auf der Musterlösung 26, nicht auf der Musterlösung 27 im GitHub-Repository. Aber ich schätze, mit dieser Folge, falls ihr auf Chest setzen wollt, könnt ihr entsprechend die Transition selber durchführen. Wie gesagt, es ist ja nicht so wahnsinnig viel. Und ja, damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in Chest geben. Ich hoffe, ich habe euch mit meiner eigenen Meinung zu Chest nicht zu sehr abgeschreckt. Auch hier an dieser Stelle nochmal, wie gesagt, es ist ein gutes Framework. Es wäre nicht der de facto Standard, wenn es nicht auch stabil wäre. Ja, ich habe meine persönliche Meinung zu Chest, mit der will ich euch aber nicht zu sehr beeinflussen, sondern es ging mir eben nur darum, euch zu erklären, warum ich mehr auf Mocha setze. Falls ihr Feedback oder Fragen habt, wie immer per Mail, Twitter oder GitHub. Und wie gesagt, in der nächsten Folge geht es dann um Browser-Tests. Da werden wir uns ein bisschen mit Cypress und gegebenenfalls Puppeteer auseinandersetzen. Da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Und ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Bis dann!